Leute, ich habe mich neu verliebt. Und das ist eine Waffe, die ich seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren gar nicht mehr angefasst habe. Wie kam es dazu? Nun, vor circa 2 Wochen wurde ja die VRX noch einmal deutlich genervt, der Schaden wurde reduziert und auch der Rückstoß und die Streuung nochmal leicht erhöht. Die Waffe ist dadurch sicherlich nicht nutzlos geworden oder so, man kann sie immer noch gut spielen. Das Gameplay, das ihr hier gerade auch seht, ist nach dem Nerf entstanden, also sie kann auf jeden Fall noch was, die unangefochtene Meta ist sie allerdings nicht mehr. Dementsprechend bin ich wie eine billige Tempeldirne weitergezogen, um mir eine neue Liebhaberin zu suchen. Dabei war mir klar, dass ich wieder ein Sturmgewehr haben möchte, darum habe ich zuallererst einmal der M5A3 eine Chance gegeben. Das hat sich eigentlich auch recht gut angefühlt, Short Barrel drauf, kombiniert mit der Standardmunition, rockt wirklich, da kann man nichts gegen sagen. Ich hatte da auch eine ganz gute Zeit, aber irgendwie hat so das letzte Quäntchen gefehlt. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn man zufrieden ist, aber es ist einfach nicht genial und das hat mir so ein bisschen gefehlt, darum bin ich danach zur A91 weitergegangen. Auch das war wirklich gut, das Teil ist für eine Exportwaffe nicht zu unterschätzen, aber auch hier ist der Funke einfach nicht wirklich übergesprungen. Dementsprechend habe ich dann weiter herum experimentiert und dann habe ich sie endlich ausgerüstet. Die SFAR mit dem 40 Schuss High Power Magazin. Jetzt werden viele von euch berechtigterweise sagen, das ist jetzt ja wohl ein alter Hut und damit habt ihr auch recht, die SFAR wurde in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr überarbeitet, das Ding gibt es in dieser Form schon seit, ja, wirklich Ewigkeiten im Spiel. Dennoch ist diese Waffe meine absolute persönliche Empfehlung momentan für euch. Und ich werde euch auch ganz genau erzählen, warum das so ist. Die meisten guten Waffen in Battlefield 2042 zeichnen sich durch eine hohe Feuerrate aus. Die SFAR hat hingegen eine andere Philosophie. Bei ihr ist vor allen Dingen der Schaden der entscheidende Faktor. Die Feuerrate ist mit 630 im Verhältnis sogar eher gering. Der Schaden hingegen hält sich auf den ersten 50 Meter bei 28 pro Körpertreffer. Das ist wirklich phänomenal gut, es gibt kaum andere Automatikwaffen, die da mithalten können. Als Sturmgewehr besitzt sie dann noch den Headshot-Multiplikator von 2,25, das bedeutet auf einer Distanz bis zu 50 Meter könnt ihr selbst Leute mit Panzerplatten mit einem doppelten Headshot sofort töten. Danach geht der Schaden runter auf 22, was für sich genommen immer noch ein sehr hoher Wert ist, vor allen Dingen weil es keinen weiteren Schadensabfall gibt. Also auch auf wirklich hohen Distanzen prügelt man noch massiv rein. Dadurch kommt es zu einer sehr konstanten TTK, die sich im Gameplay einfach nur wundervoll anfühlt. Ich habe mit dem Prügel Gegner gefarmt die letzten Tage, das war wirklich nicht mehr schön. Ganz ehrlich Leute, so viel Spaß hatte ich schon seit längerem mit einer Waffe nicht mehr. Man muss nur dafür sorgen, dass man regelmäßig auf einen Headshot trifft, dann läuft das Ganze eigentlich von selber. Eine weitere Besonderheit der Waffe besteht darin, dass man als Unterlauf immer zwangsläufig einen Granatwerfer ausgerüstet hat, man kann nur zwischen den Munitionsarten wechseln. Die meisten Leute nehmen hier einfach nur stumpf HE, also Explosive, ich finde allerdings Brand um einiges interessanter. Damit könnt ihr Gegenspieler hinter Deckung angreifen, gewisse Areas blockieren, wie zum Beispiel eine Bombe, oder ihr könnt auch mal einen frontal anlaufenden Dozer bekämpfen. Zugegeben, der Schaden könnte ein bisschen höher sein, einen Full-Life-Gegner kriegt man eher selten damit. Grundsätzlich muss man sich vor dem Spawn ja auch noch nicht zu 100% entscheiden, über das Menü kann man auch relativ schnell eine andere Granatenmunition auswählen. Auf jeden Fall wird die SFAR dadurch unterm Strich nochmal um einiges vielfältiger, man hat einfach nochmal ein weiteres Mittel, um die Gegner zu bekämpfen. Das Setup rundet ihr dann ab mit dem High Power Trommelmagazin. Ich bin sonst eigentlich immer mehr ein Fan der Standardmunition, hier allerdings definitiv nicht. Ihr braucht den hohen Schaden, davon lebt die Waffe und das könnt ihr mit High Power einfach wesentlich besser ausspielen. Alle Schadenswerte, die ich euch bisher genannt habe, waren jetzt auch auf die High Power Munition bezogen. Auf dem Lauf spiele ich dann mit dem taktischen Kompensator, um nochmal die Streuung zu reduzieren. Die ist bei der SFAR sowieso schon angenehm gering, aber die kann eigentlich nicht niedrig genug sein. Alternativ könnt ihr auch den Warhawk Kompensator nutzen, solltet ihr Probleme mit dem Rückstoß haben. Der geht vor allen Dingen nach oben, springt allerdings auch ein wenig. Das kann durchaus mal ein bisschen tricky sein. Ich sag mal so, die SFAR ist von dem Rückstoßmodell im mittleren Bereich anzusiedeln. Sie ist jetzt weder besonders leicht noch besonders schwer. Wenn ihr euch darauf ein bisschen eingespielt habt, sollte das im Normalfall schon laufen. Denkt vor allen Dingen daran, immer auf die obere Etage zu schießen. Ein Headshot ist mit der Waffe einfach so extrem viel wert, der macht selbst 2 Fehlschüsse ohne Probleme weg. Achtet auch auf euren Munitionshaushalt, das 40 Schuss Magazin ist an sich ausreichend, allerdings ist die Nachladezeit relativ hoch. Das kann gerade im Nahkampf zu Problemen führen. Darum habe ich als Sekundärwaffe relativ locker meine Desert Eagle stecken. Anstatt den Reload zu erzwingen, wechsle ich dann einfach auf die. Das Teil ist im Nahkampf eine absolute Macht, ihr könnt alle Gegenspieler One-Headshotten oder Two-Bodyshotten. Wenn ihr wie ich das Nahkampfmagazin und den Laser drauf tut, geht das Ganze auch locker mal aus der Hüfte. Man könnte natürlich auch theoretisch nach wie vor die G57 spielen, ich finde die Deagle allerdings um einiges geiler, gerade schon wegen dem Feeling. In der Kombo mit der SFAR hat man einfach 2 riesige Waffen in der Hand und fühlt sich so ein bisschen wie Rambo. So habe ich mich zumindest gefühlt in den letzten Tagen. Ich habe in diesem Layout wirklich einige Spielstunden abgerissen und ich habe keine einzige Sekunde bereut. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Es ist jetzt sicherlich nicht so, dass die SFAR die neue Meta-Waffe wäre. Es gibt noch eine Handvoll anderen Waffen, die da ohne Probleme mithalten kann, ganz klar. Generell ist das Waffenbalancing gerade gar nicht so schlecht. Es gibt aus meiner Sicht nichts wirklich OPs. Also es gibt natürlich schlechtere und bessere Waffen, aber das ist normaler Standard. Grundsätzlich spiele ich die SFAR eigentlich deswegen, weil mir das Feeling Spaß macht. Die SFAR fühlt sich gut an, die SFAR fühlt sich rund an. Die SFAR trifft dorthin, wo man auch hin zielt, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Es ist einfach ein gutes Gesamtpaket. Und genau deswegen möchte ich sie euch mit diesem Video nochmal ans Herz legen. Ich bin mir auch ganz sicher, dass viele von euch sie in den letzten Monaten nicht mehr wirklich auf den Schirm hatten. Von daher wäre das auch jetzt die perfekte Gelegenheit, mal was Altes, Neues wieder auszuprobieren. Schreibt mir gerne wie immer euer Feedback unten in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein! Niemand spielt Tau in dem Spiel. Er macht... Da sind irgendwie noch 10 Leute. Er tötet nein, mich hinter dir. C4 an der Bombe gewesen. Der schmeißt wieder C4 an die B-Bombe. Aufpassen. An der B-Bombe ist C4. Kami kommt hier hinter der Mauer. Hinter dem Zaun. Counter, warte. Pusht. Im Haus. Wasser kann ich nicht bei dir im Haus. Ja, wenn du im Wasser bist. Jetzt. Links. Sprint down. Schön. Ey! Der hat auch an.